Wenn ein Asteroid wie Apophis die Erde trifft, werden wir zerstört. Massive Erdbeben werden ausbrechen und Tsunamis werden alles überschwemmen. Apophis ist 1 Milliarde Jahre alter Himmelskörper, der seit der Entstehung unseres Sonnensystems existiert. Sie fragen sich vielleicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser riesige Weltraumstein im Jahr 2029 mit unserem Planeten kollidiert. Nun, das wollen wir doch herausfinden, oder? Apophis ist ein großer, schlimmer Asteroid, der im Jahr 2004 vom Kitt Peak National Observatorium in Arizona entdeckt wurde. Seitdem hat er stolz den Titel als einer der gefährlichsten jemals gefundenen Asteroiden getragen. Er ist etwa 1100 Fuß breit. Das ist ein wenig größer als das Empire State Building und der Eiffelturm. Wegen seiner Furchterregendheit wurde er Apophis genannt, wie das ägyptische unsterbliche Wesen, das als Verursacher von ewiger Dunkelheit und Zerstörung auf die Erde galt. Im Jahr 2021 hatten Forscher eine einmalige Gelegenheit, diesen treibenden Felsen zu studieren, als er an unserem Planeten vorbeizog. Und darauf kommen wir in einer Minute zurück. Nun sagen einige Wissenschaftler, dass es eine 2,7% Chance gibt, dass Apophis am Freitag, dem 13. April 2029, auf die Erde trifft. Schuld an diesem ist der Jakobsky-Effekt, da er diesen Weltraumstein leicht zur Erde hinstoßen kann. Dieser Effekt entsteht durch die ungleichmäßige Emission von thermischen Photonen durch ein rotierendes Himmelsobjekt und führt zu einer faszinierenden in dem Raum ausgeübten Kraft. Diese emittierten Photonen besitzen einen Impuls und spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Dynamik des Körpers. Der Asteroid hat zwei Seiten, dunkel und hell, genau wie der Mond. Die helle Seite zeigt zur Sonne und ist wärmer als die dunkle Seite. Aber das Ding dreht sich auch, sodass die Seiten ständig ihre Richtung und Temperatur ändern. Diese Veränderung könnte schädlich sein, denn sie drückt Apophis leicht in Richtung Erde. Leider weiß niemand, wie der Jakobsky-Effekt den Pfad des Asteroiden beeinflussen wird. Andererseits haben Astronomen bei der letzten Erdnahe des Asteroiden im Jahr 2021 mit Radar genaue Messungen seiner Flugbahn vorgenommen und zuversichtlich geschlossen, dass Apophis die Erde im Jahr 2029 um etwa 32.000 Kilometer sicher verfehlen wird und uns für mindestens 100 Jahre nicht mehr belästigen wird. Im Allgemeinen wird unser Planet alle 80.000 Jahre von einem fallenden Stern getroffen, der ähnliche Dimensionen wie Apophis hat. Das letzte Mal, dass wir von einem etwas kleineren Meteor getroffen wurden, war im Jahr 2013. Ein neues Raumschiff, entwickelt von der NASA unter dem Namen OSIRIS-REx, wurde im Jahr 2016 gestartet, um Proben von einem etwas weniger beängstigenden Himmelskörper namens Bennu zu sammeln. 4 Jahre später erreichte es schließlich dieses Ziel, nahm einige Proben, verabschiedete sich schnell von Bennu und begann die Rückreise zur Erde. Die Proben wurden sicher in einer Kapsel gelagert, die in Utah abgeworfen wurde. Bisher ist dies die bedeutendste jemals von einem Asteroiden genommene Probe. Nach der Lieferung verschwendete das Raumschiff keine Zeit und begann, Apophis zu verfolgen. Jetzt wurde OSIRIS-REx in OSIRIS-APEX umbenannt und spielt derzeit Fangen mit Apophis. Mit etwas Glück wird am 2. April 2029, wenn der Asteroid dicht an der Erde vorbeizischt, das Raumschiff Apophis erreichen und auf ihm landen. Es wird 18 Monate lang auf Apophis bleiben und wertvolle Informationen sammeln und tausende von Bildern machen. Der Asteroid wird mit Hilfe von leistungsstarken Teleskopen überwacht. Irgendwann wird Apophis der Sonne zu nahe kommen und dann wird die gesamte Überwachungsarbeit auf dem Rücken von OSIRIS-APEX liegen. Wenn Sie in Europa, Westasien oder Afrika leben, sind Sie einer dieser glücklichen Menschen, die die einmalige Gelegenheit haben werden, Apophis mit bloßem Auge zu sehen. Es wird am Himmel in diesen Regionen im Jahr 2029 sichtbar sein. Und diejenigen, die Teleskope haben, werden es wieder im Jahr 2036 erkennen können. OSIRIS-APEX wird definitiv einige Probleme erfahren, da der Asteroid eine dicke Kruste hat und das Raumschiff wird nicht so einfach Daten sammeln können, wie es bei Bennu der Fall war. OSIRIS-APEX hat einen einzigartigen Schubdüsentreibstoff, der allen Staub von Apophis bei der Landung wegwehen wird.
Das wird eine perfekte Gelegenheit sein, um die Oberfläche des Asteroiden zu analysieren und herauszufinden, aus was er besteht. Das Handwerk wird 1,5 Jahre damit verbringen, den Asteroiden zu kartieren und versuchen, Veränderungen in seiner Form zu erkennen. All diese Forschung wird zeigen, wie sich der Himmelskörper wahrscheinlich bewegen wird, damit wir bessere Pläne zum Schutz der Erde vor solchen Dingen entwerfen können. Im Jahr 2025 wird NASA auch die Mission Apophis Pathfinder starten. Und es wird das erste Raumschiff sein, das jemals diesen Asteroiden berührt. Es wird ungefähr 1 Jahr nach seinem Start landen. Darüber hinaus hat die NASA vorgeschlagen, einen Schwarm von winzigen Schiffen ins All zu schicken, um der Menschheit dabei zu helfen, wirksame Schutzmaßnahmen gegen Asteroideneinschläge zu entwickeln. Wir wissen, dass Apophis im primären Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter entstanden ist. In den vergangenen Millionen Jahren hat dieser Himmelskörper aufgrund des erheblichen Einflusses der Gravitation Jupiters seinen Pfad verändert. Jetzt scheint es so, als würde er die Sonne mehr bevorzugen, was bedeutet, dass dieser Asteroid der Erde sehr nahe ist. Deshalb wird er als erdnaher Himmelskörper eingestuft. Es wurden viele Tests und Forschungen durchgeführt, um einen Weg zu finden, wie man mit Asteroiden umgehen kann. Einige Lösungen beinhalten das Bohren und Sprengen des Weltraumkörpers von innen oder das Testen neuer Technologien, wie das Anbringen von Raketen daran und den Versuch, ihn von der Erde wegzulenken. Wir können ihn auch mit etwas treffen, das sich mit hoher Geschwindigkeit bewegt, um seine Richtung zu ändern. Apophis ist ein S-Typ-Asteroid, der aus Gestein und Metallen wie Eisen und Nickel besteht und die Form einer Erdnuss hat. Er kann uns viel über die Vergangenheit und möglicherweise die Zukunft erzählen. Die Untersuchung dieses Weltraumobjekts könnte enthüllen, wie das Leben auf der Erde begann und wie Pflanzen erschienen sind. Es gibt viele Theorien, die vorschlagen, dass Wasser durch einen Asteroiden oder einen Kometen auf unseren Planeten gelangte. Asteroiden sind wie unbezahlbare Zeitkapseln. Im Gegensatz zu Steinen auf der Erde, die Tausende von Veränderungen durchgemacht haben, wie beispielsweise Erosion, sind die meisten Himmelskörper noch intakt und viel einfacher zu studieren. Wenn Meteore auf die Erde fallen, werden sie mit Schutt bedeckt, der unmöglich zu entfernen ist. Deshalb ist es so wichtig, Apophis zu studieren, während er noch im Weltraum ist. Außerdem bestehen einige Asteroiden aus Edelmetallen wie Platin. Derzeit haben wir eine hohe Nachfrage nach Metallen, die wir in der Produktion verwenden, und das Abbau von Metallen auf der Erde ist ziemlich schwierig. Nur ein großer Meteor könnte Eisen, Nickel, Gold und Platin enthalten, das uns Millionen von Jahren erhalten könnte. Wenn Apophis diese Menge an Metallen hat, werden wir sie abbauen und zur Erde zurückbringen wollen. Ein Weltraumfelsen könnte Quadrillionen von Dollar wert sein, was den Weltraumabbau sehr rentabel macht. Und dennoch würde es uns mehr kosten, ihn zur Erde zurückzubringen, als diese Materialien hier auszugraben. Mit fortschreitender Technologie und der Entwicklung neuer Arten von Raketen könnte dies irgendwann möglich werden. Auch wenn wir für die nächsten 100 Jahre sicher vor Apophis sind, wollen Sie wahrscheinlich trotzdem sehen, was passieren würde, wenn so etwas tatsächlich auftrifft. Komm schon, sicher willst du das. Nun, lassen Sie mich zuerst sagen, dass Sie den Klang der Kollision hören und wissen werden, was passiert ist, auch wenn Sie meilenweit entfernt sind. Sie sollten Ihr Haus oder Ihre Wohnung sofort verlassen. Kurz nach dem Einschlag werden massive Erdbeben ausbrechen und viele hohe Gebäude werden einstürzen. Daher könnte es Ihre beste Option sein, Städten fern zu bleiben, wenn Sie die Wahl haben. Aber nicht mit dem Auto fliehen. Es wird massive Verkehrsstaus geben und alle werden in Panik geraten. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu gehen, ist Ihre beste Option in diesem Szenario. Eine erstklassige Art der Fortbewegung wird das Reisen mit dem Flugzeug sein. Also, wenn Sie immer schon mal einen Pilotenschein machen wollten, jetzt haben Sie eine gute Ausrede. Wenn Sie Zeit haben, nehmen Sie zusätzliche Snacks und Wasser mit. Und ein extra Paar Socken. Es ist schön, am Meer oder am Meer zu leben. Aber in diesem Szenario ist es der schlimmste Ort, weil riesige Tsunami-Wellen die Küsten nach dem Einschlag treffen werden. Wenn Sie weit weg vom betroffenen Gebiet leben, könnte der Tsunami 30 Stunden brauchen, um anzukommen. Sie werden ein bisschen Zeit zur Vorbereitung haben.